Jede Industriegesellschaft ist auf einen koordinierten Personen- und Güterverkehr angewiesen. Der sprunghaft steigende Investitionsbedarf an Erzeugnissen des Apparate, Großmaschinen, Fertigbeton und des Elektromaschinenbaus verlangt die Bereitstellung entsprechender Fahrzeuge für den Transport dieser Güter. Die Eisenbahn bietet dafür viele Vorteile. Zahlreiche Hersteller und Empfänger besitzen einen Gleisanschluss. Dadurch können Transporte zügig abgewickelt werden und eine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer tritt nicht ein. Diese Überlegungen führten in gemeinsamer Arbeit des überbetrieblichen Arbeitskreises Schwer- und Großraumtransporte mit dem Bundesbahnzentralamt in Minden zu dem Entschluss der Deutschen Bundesbahn, ein 32-achsiges Schienenfahrzeug für Schwerstgüter entwickeln und bauen zu lassen. Den Auftrag erhielten die Firmen Friedrich Krupp GmbH, Industriebau und Maschinenfabriken in Essen und die Firma Kranbau in Wilhelmshaven. Die gemeinsam erarbeitete Konzeption sah folgende Lösung vor. Je 2 vierachsige Drehgestelle werden von einer 6 Meter langen Verbindungsbrücke überspannt. Je 2 dieser Verbindungsbrücken werden durch eine große von 12 Meter Länge verbunden. Auf der großen Verbindungsbrücke stützt sich ein Tragschnabel ab. Die andere Wagenhälfte ist völlig symmetrisch gebaut. Diese beiden Teile werden bei Leerfahrten mit einem Übergangsstück kurz gekuppelt. Zum Beladen werden die Wagenhälften entkuppelt und von beiden Seiten an das bereitstehende Ladegut herangefahren und in die Traglaschen eingehängt. Mit eigenen hydraulischen Einrichtungen werden die Tragschnäbel mit Ladegut angehoben, dann wird der Unterbau des Ladegutes entfernt und Tragschnäbel mit Ladegut in Fahrtstellung abgesenkt. Zur Anpassung an die jeweiligen Breiten der Ladegüter können die Tragschnäbel in ihrer Breite verstellt werden. Besondere Einrichtungen gestatten eine Seitenverschiebung der Tragschnäbel mit Last, um mit überbreiten Ladegütern an Engstellen vorbeifahren zu können. Die Tragfähigkeit des Oberbaus begrenzt die Achslasten der Eisenbahnfahrzeuge. Bei 32 Achsen und einer zulässigen Achslast von 22 Tonnen dürfte das Fahrzeug einschließlich seiner Ladung 704 Tonnen wiegen. Bei dem geplanten Ladegewicht von 450 Tonnen blieben für das Fahrzeug selbst 254 Tonnen Eigengewicht. Um dieses Gewicht nicht zu überschreiten, wurden die Großbauteile aus einem vergüteten Feinkornstahl mit einer Streckgrenze von 70 Kilopond pro Millimeter Quadrat hergestellt. Gegenüber herkömmlichem Schweißstahl verringerte sich dadurch das Eigengewicht um 50 Tonnen. Beim Verschweißen erfordert dieser Werkstoff besondere Wärmebehandlung und spezielle Schweißelektroden. Die Kastenbauweise der Tragschnäbel brachte zusätzlich eine erhebliche Gewichtsersparnis. Die am stärksten beanspruchten Fahrzeugteile sind zweifellos die Einhängelaschen. Aus 3 massiven Platten wurden sie zusammengeschweißt. 50 mm dick sind die beiden äußeren Platten. Derartige Plattenstärken aus Feinkornstahl wurden hier zum ersten Mal im Waggonbau zusammengeschweißt. Präzisionsarbeit bei der Vorfertigung ist selbstverständlich, denn bei der Montage muss sich alles ineinander fügen.
Fachkräfte überprüfen während der gesamten Fertigung jede Schweißnaht. Zusätzlich forschen bei hochbeanspruchten Schweißnähten noch Röntgenstrahlen nach kleinsten Fehlern. Auch bei der Bearbeitung der riesigen Bauteile wird äußerste Präzision verlangt. Eine weitere Besonderheit an diesem Fahrzeug sind die völlig neuen Drehpfannen. Teflonscheiben werden in einen Stahlkäfig eingelegt und dieser in das Pfannenunterteil eingesetzt. Der Stahl des Pfannenoberteils reibt nun auf diesen Teflonscheiben und nicht mehr auf dem Stahl der Unterpfanne. Der Reibwert ist wesentlich geringer und außerdem sind diese Pfannen wartungsfrei. Es waren fertigungstechnische Gründe, die die Herstellung der Bauteile in zwei getrennten Werken notwendig machte. Doch jetzt zur Montage des Fahrzeuges. Zunächst werden die kleinen Verbindungsbrücken auf die Drehgestelle gesetzt. Jede große Verbindungsbrücke trägt einen rollengelagerten Verschubschlitten, in dem das Pfannenunterteil des Tragschnabels lagert. Auf diesen Schlitten können sich die Tragschnäbel mitsamt der in ihnen hängenden Ladung seitlich verschieben, um das Lademaß weit überschreitende Transportgüter an etwaigen Hindernissen vorbeimanövrieren zu können. Die große Verbindungsbrücke hat, trotz ihrer Fertigung aus Feinkornstahl, immerhin noch ein Gewicht von 16 Tonnen. Der mit vielseitigen hydraulischen Einrichtungen ausgerüstete Führungspunktträger des Tragschnabels wird in das seitlich verschiebbare Pfannenunterteil eingefahren. Als letzte und wesentliche Bauelemente werden die Tragschnabelhälften eingefahren und durch Bolzen mit dem Führungspunktträger verbunden. Damit sind die Arbeiten am Fahrzeug bis auf den Anstrich beendet. Es versteht sich von selbst, dass solch ein Fahrzeug nicht ohne eingehende Erprobung in Dienst gestellt werden kann. Übrigens erkennt man hier deutlich die aus Feinkornstahl gefertigten Teile. Sie haben einen grauen Anstrich.
Im Messwagen werden sämtliche Bewegungs- und Funktionsabläufe während der Versuchsfahrten ständig überwacht und registriert. An beiden Enden trägt der Wagen Steuerkabinen. Von hier aus überwachen besonders geschulte Begleitmannschaften jede Funktion des Wagens. Nach Abschluss der Versuchs- und Lehrfahrten wurde der Gigant auf Rädern der Öffentlichkeit vorgestellt. Trotz des schlechten Wetters hatten sich viele Zuschauer eingefunden, die interessiert den Ausführungen des Konstrukteurs über die technischen Einrichtungen und Verwendungsmöglichkeiten des Fahrzeugs folgten. Dann war es soweit. Die erste Lastfahrt mit einem Transformator von Stuttgart nach Waltershof bei Hamburg. Örtlich bedingte Schwierigkeiten meisterte das Fahrzeug durch seine Vielseitigkeit. Die schmale Hallenausfahrt mit einem anschließenden engen Gleisbogen und einer Steigung wurde in einer Kombination aus Straßen- und Schienenfahrzeug bewältigt. Sprechfunk unterstützte dabei dieses millimetergenaue Fahren und Manövrieren. Außerhalb des Werkgeländes übergaben die Straßenroller die gewaltige Last wieder der Schienendrehgestellgruppe. Damit waren die Vorbereitungen für die Lastfahrt über die Schiene zu dem 500 Kilometer entfernten Ziel abgeschlossen. Bei allen Transporten jeder sich ergebenden Situation gewachsen zu sein, wurde im Rahmen der Erprobung unter Last ein weiteres wichtiges Experiment durchgeführt. Sonst bei der Eisenbahn verpönt, hier ein Trick, der einen großen Vorteil bringt: zweigleisiges Fahren. Die Drehgestellgruppen befahren zwei benachbarte Gleise. Das Ladegut in den Tragschnäbeln hängt zwischen ihnen. So nützt diese Methode den zusammengefassten Lichtraum beider Gleise. Bei Fahrten in Gleisbögen verlangt die Länge des Fahrzeuges, das seitlich aus der Gleismitte hinausschwenkende Ladegut mit einer automatischen Verstelleinrichtung im Profil zu halten. Ein Mann in der Steuerkabine überwacht den Ablauf dieser Steuerbewegungen. Fahrplanmäßiges Fahren lässt schnellere Züge an bestimmten Orten überholen. Zum Umsetzen vom Schienen- auf das Straßenfahrzeug wird der Transformator mitsamt den Tragschnäbeln hydraulisch angehoben. Das Schienenfahrzeug fährt unter den angehobenen Tragschnäbeln heraus und macht so Platz für das Straßenfahrzeug der Deutschen Bundesbahn. Das Ladegut senkt sich, bis die Tragschnäbel auf dem Straßenfahrzeug ruhen. Man ist fahrbereit für die kurze Strecke über die Straße zum Empfänger.
Am Bestimmungsort setzt die Hydraulik, der Tragschnäbel, den Transformator auf Rollböcke ab. Nach dem Ausbau der Einhängebolzen können die Tragschnäbel vom Transformator abgezogen werden. Auf Rollböcken rollt der Transformator seitlich aus den Straßenfahrzeugeinheiten heraus und an seinen endgültigen Standort. Der Straßenroller bringt anschließend die kurz gekuppelten Tragschnäbel zum Schienenfahrzeug zurück. Durch Herausnehmen von zwei Drehgestellen und Austausch der Verbindungsbrücken lässt sich die 32-achsige Einheit in eine leichtere 24-achsige umrüsten. Diese 24-achsige Drehgestellgruppe kann privateigene Lastträger aufnehmen und damit nicht selbsttragende Güter transportieren. Beide Versionen können durch Tausch der Radsätze auch auf Breitspur übergehen.